Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst noch mal vorneweg, Herr Korblin, als Ausschussvorsitzender haben Sie hier hervorragend eingebracht, aber eine Sache, glaube ich, steht Ihnen nicht zu, dass Sie sagen, dass wir wahlkreisbezogene Anträge eingebracht haben als Koalition. Ich glaube, das ist dann mehr eine Frage für die Aussprache gewesen und nicht als Berichterstattung, aber nicht eine Frage des Ausschussvorsitzenden. Das So, das wollte ich aber vorneweg noch mal gesagt haben und vielleicht noch mal so viel, dass ich an dieser Stelle rede, ist natürlich bei uns auch wichtig, weil bei unserer Fraktionsvorsitzende noch mal hervorragend die Grundausrichtung dargestellt hat. Und auch die Finanzministerin hat aus meiner Sicht hier noch mal sehr eindrucksvoll erklärt, wo sie die Schwerpunkte für den Landeshaushalt sieht. Und Frau Polzin, ich wünsche mir natürlich, dass Sie in 15 Jahren fröhlich in Ihrem Stuhl sitzen, so wie Sie sich das vorgestellt haben, und dann auch vernünftig über die Landespolitik urteilen können und sagen, alles richtig gemacht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Verlauf der heutigen Haushaltsdebatte zeigt einmal mehr, warum die Große Koalition für Mecklenburg-Vorpommern richtig ist. Die Opposition hat keine Vision für Mecklenburg-Vorpommern. Sie verteilt Checks, die unsere Kinder und deren Kinder bezahlen sollen. Die Finanzministerin hat es ja schon ausgeführt. Es bleibt dabei, es ist gut, dass weder die Linke noch Bündnis 90 Die Grünen Verantwortung für dieses Land übernehmen. Denn der politische Handlungsbedarf, der nötig ist, um auch künftig verfassungsgemäße Haushalte aufstellen zu können, lässt sich in wenigen Zahlen festmachen. 2014 werden noch rund 600 Millionen Euro für den Solidarpakt erhalten und 2020 beträgt diese Zahl 0 Euro. Wir haben es heute ja auch schon mehrmals gehört. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht zwar vor, dass strukturschwache Regionen auch über das Jahr 2019 hinaus Mittel erhalten sollen. In welchem Umfang Mecklenburg-Vorpommern davon profitieren wird, wissen wir aber alle noch nicht. Und deswegen sollten wir mit diesen Mitteln auch nicht rechnen. Der Landeshaushalt, Sie wissen es, liegt bei ca. 7,3 Milliarden Euro. In den nächsten 6 Jahren fallen pro Jahr im Durchschnitt 100 Millionen Euro durch den Solidarpakt weg. Unsere Steuereinnahmen liegen bei ca. 4 Milliarden Euro im Jahr. Nehmen wir an, dass diese wachsen Jahr für Jahr konstant um 2%. Das ist aus meiner Sicht eine sehr optimistische Annahme. Und nehmen wir an, dass alle anderen Einnahmen nicht sinken, was ebenfalls sehr optimistisch ist, dann würden wir trotzdem Jahr für Jahr 20 Millionen einsparen müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, der natürlich dann auch ohne neue Schulden auskommen soll. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass die finanzielle Situation in Mecklenburg-Vorpommern viel besser ist als in anderen Bundesländern. Aber es ist nur deshalb so gut, weil wir solide wirtschaften. Wenn Grüne und Linke heute das Füllhorn auspacken, dann zeigt das nur eines, sie tun sich schwer, eine in die Zukunft gerichtete Finanzpolitik durchzuführen. Frau Borchert, auf diesen Zwischenruf habe ich natürlich gewartet. Ich kann mich nur an eine Landesregierung erinnern, die mal einen nicht verfassungskonformen Haushalt aufgestellt haben. Und dennoch, die Haushaltsdebatte im Finanzausschuss war in der Regel sehr sachlich und wir haben gewohnt intensiv die Haushaltspläne diskutiert. Auch die Vielzahl der Anhörungen war nicht unbedingt schädlich. Die Anhörungen waren inhaltlich, zumindest für mich, zumeist sehr bereichernd. Mein Dank gilt aber nicht nur der Finanzministerin, der wurde ja hier schon heute mehrmals ausgesprochen, ihrem Staatssekretär und natürlich auch der Haushaltsabteilung
und den Fachministerien, den Haushaltsabteilungen der Fachministerien, aber auch dem Ausschussvorsitzenden, dem Ausschusssekretariat und allen Kollegen in den Fraktionen und deren Mitarbeiter, die sich hier aktiv eingebracht haben. Natürlich auch in den anderen Fachausschüssen wurde eine hervorragende Arbeit in Vorbereitung geleistet. Die Handreichungen für die Ausschussmitglieder waren sehr gut nachvollziehbar. Es ist auch dem Ausschusssekretariat zu verdanken, dass wir praktisch pannenfrei durch die Haushaltsberatung gefahren sind. Herzlichen Dank dafür. Wenn ich schon viel Lob verteile, möchte ich auch nicht beim Lob für die Koalitionsfraktionen sparen. Die Koalitionsfraktionen haben aus meiner Sicht wichtige Weichenstellungen bei der Veränderung des Haushaltsentwurfs vorgenommen. Ich möchte jetzt nicht alle Punkte aufzählen, bei denen die Koalitionsfraktionen am Haushalt Veränderungen vorgenommen haben. Für meine Fraktion möchte ich auf die Förderung des Sports, der Wohnraumförderung, die Bereitstellung der Mittel für das IMP eingehen. So hat der Finanzausschuss einstimmig beschlossen, im Doppelhaushalt 2014-2015 zusätzlich insgesamt 500.000 Euro als Investitionszuschuss an den Landessportbund zur Verfügung zu stellen. Weitere 120.000 dienen der Sportförderung als ehrenamtliches Engagement im Sport. Die CDU-Fraktion ist der Garant für eine stabile Sportförderung in unserem Bundesland. Mehr als 237.000 sportberechtigte Menschen und damit 14% der Gesamtbevölkerung sind im Sportbund organisiert. Mecklenburg-Vorpommern ist ein sportbegeistertes Land mit guten Ergebnissen im Breiten- und Spitzensport. Die Sportvereine werden vor allem durch das große Engagement ihrer ehrenamtlichen Trainer und Helfer getragen. Ich möchte daher an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es mich natürlich freut, wenn der Finanzausschuss bzw. der Innenausschuss zusätzliche Mittel für den Sport bereitstellt. Ich erlebe dies in der Form nun aber schon gefühlt das fünfte Mal. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Haushaltsentwurf an dieser Stelle das Engagement der Fraktion überflüssig machen würde. Direkter gesagt wünsche ich mir, dass die Landesregierung auf diese Rituale in Zukunft verzichtet und gleich die Haushaltsansätze so wählt, wie diese vom Parlament in den Vorjahren beschlossen wurden. Ganz offenkundig nötig war das Engagement der Fraktionen bei der Wohnraumförderung. Nach dem Ende der Zweckbindung bei den Entflechtungsmitteln konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass der Haushalt des Wirtschaftsministers an dieser Stelle etwas zu kurz gekommen ist. Auf Initiative der Regierungsfraktion von CDU und SPD wurde daher auch für die Jahre 2014 und 2015 ein Sonderprogramm für barrierefreies Wohnen, Lifte und Fahrstühle eingerichtet und mit jeweils 5 Millionen Euro ausgestattet. Konkret sollen mit den Landeszuschüssen von jeweils 5 Millionen Euro die Wohnungsunternehmen des Landes sowie andere private Vermieter und Eigennutzer bei den Umbaukosten für barrierefreie Wohnen, vor allem beim Einbau von Liften und Fahrstühlen, unterstützt werden. Konkret sollen mit den Landeszuschüssen von jeweils, also das habe ich schon gesagt, diese beträchtlichen Investitionen dürfen dann nicht auf die Mieten umgelegt werden. Barrierearmes Wohnen bleibt so für die Mieterinnen und Mieter bezahlbar. Außerdem stehen den Wohnungsgesellschaften und privaten Vermietern weiterhin zinsgünstige Darlehen des Landes in Höhe von rund 10 Millionen Euro jährlich aus dem Sondervermögen Wohnraumförderung Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung. In diesem Maße stellen wir uns den Herausforderungen durch den demokratischen Wandel. Wir brauchen zukünftig sehr viel mehr seniorengerechte Wohnungen, um älteren Menschen mit Behinderung möglichst lange eine selbstständige Haushaltsführung in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen.
Persönlich freue ich mich, dass es gelungen ist, zusätzlich Mittel für das Greifswalder Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie bereitzustellen. Das IMP erhält in den kommenden beiden Jahren zusätzliche Landesmittel in Höhe von 800.000 Euro. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sich in den vergangenen Jahren zu einem überregional bedeutenden Standort für Wissenschaft und Spitzenforschung entwickelt. Im Bereich Plasma- und Biotechnologie gehört das IMP europaweit zur Spitze. Gerade um jungen und gut ausgebildeten Menschen eine Perspektive in unserem Land zu geben, brauchen wir diese Leuchttürme. Der vorpommersche Landesteil profitiert im hohen Maße von der guten Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Greifswalds. Mit den eingestellten Mitteln können die Forschungs- und Innovationsaktivitäten am IMP weiter verstärkt werden, um den Technologievorsprung zu erhalten. Gleichzeitig werden damit Arbeitsplätze in der Region gesichert. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wichtig ist mir, auf Folgendes hinzuweisen. In den Ausschussberatungen wurden nicht nur Duftmarken gesetzt, der Haushalt trägt deutlich die Prägung des Parlaments. Anders als etwa die Linken oder Bündnis 90 die Grünen vorschlagen, konnten alle Veränderungen solide gegenfinanziert werden, entweder durch Umschichtungen im Haushalt oder durch eine sehr maßvolle Absenkung des Zinstitels. Das ist so. Haben wir maßvoll gemacht. Für mich ist und bleibt wichtig, dass unsere Politik nicht einseitig auf Sparsamkeit ausgerichtet ist. Die Koalition aus CDU und SPD gestalten unser Land unter dem Leitbild, das lautet: Schulden abbauen, in die Zukunft investieren und vorsorgen. Und dieses Leitbild ist mit Zahlen hinterlegbar. Seit 2006 ist SPD und CDU gemeinsam dieses Land regieren, konnten über eine halbe Million Euro, das haben wir heute schon, halbe Milliarde Euro, das haben wir heute ja schon zweimal gehört, also 540 Millionen Schulden getilgt werden. Dadurch und durch niedrige Zinsen sanken die jährlichen Zinslasten von 459 Millionen Euro in 2006 auf 362 Millionen Euro in 2012. Zugleich sinkt seit 2006 kontinuierlich die Pro-Kopf-Verschuldung von Mecklenburg-Vorpommern. Nur noch Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg ist die Pro-Kopf-Verschuldung niedriger als bei uns. Mit unserer Rücklage inzwischen bei 765 Millionen Euro sind wir gut gewappnet, um konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Zwar ließe sich diese Schwankungen vermutlich mit einer niedrigen Rücklage abfangen, aber ab 2020 gilt finanzpolitisch eine neue Zeitrechnung. Keine Mittel mehr aus dem Solidarpakt. Ich bin darauf bereits eingegangen und womöglich weniger Mittel aus dem Länderfinanzausgleich. Und niemand weiß, wie sich die Kapitalmarktzinsen in den nächsten 5 Jahren entwickeln werden. Wenn wir es schaffen, die Rücklagen bzw. große Teile dieser Rücklagen bis ans Ende dieses Jahrzehnts zu retten, wird es viel leichter sein, die ein oder andere Hiobsbotschaft gelassen oder gelassener hinzunehmen. Andere Bundesländer reagieren und rangieren nah an der finanziellen Handlungsunfähigkeit. Dies möchte ich für Mecklenburg-Vorpommern nicht. Auch deshalb ist es klug, mit den vorhandenen Mitteln sorgsam umzugehen. Und doch, beziehungsweise genau deswegen, schaffen wir es, in die Zukunft zu investieren. 50 Millionen Euro für die Schulen Jahr für Jahr sind ein großer Kraftakt. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass man das Geld kaum sinnvoller einsetzen kann. Und auch der Hochschulbau kann sich sehen lassen. Gerade die Universitäten Rostock und Greifswald und in Greifswald insbesondere die Universitätsmedizin haben sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt. Und damit möchte ich am Schluss meiner Rede noch kurz auf das Thema Hochschulfinanzen zu sprechen kommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle freuen uns darüber, dass es, wenn es denn zu einer großen Koalition auf Bundesebene kommt, vermutlich ab 2015 mehr Bundesmittel für die Hochschulen geben wird. Dass wir es schon früher hätten haben können, steht auf einem anderen Blatt.
auch wenn Frau Dr. Seemann und Herr Minister Brotkopf andere Auffassungen sind, wenn die Verfassung in Bezug auf die Aufhebung des Kooperationsverbotes geändert worden wäre, wie es die Bundesregierung vorgeschlagen hat, dann wäre auch die Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern nicht leer davon ausgegangen. Mir ist bekannt, dass Minister Brotkorb von der Bundesministerin Schawan etwas anderes gehört haben will. Und auch Frau Dr. Seemann hat an dieser Stelle bekanntermaßen fachliche Bedenken, die sie eben auch noch mal kundgegeben hat. Glauben Sie mir, wenn der Bundesrat nicht so hartleibig gewesen wäre, dann wäre der Bund schon lange in die erweiterte Finanzierung der Hochschulen eingestiegen. Wir haben viel Geld liegen lassen und ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten, insbesondere über die Motivlage der Sozialdemokraten zu spekulieren. Sei es drum, es sei ein offenes Geheimnis, dass ich mich dass ich mir für 2014 und 2015 mehr Geld für die Hochschulen hätte vorstellen können, dass Frau Ministerin Polzin nur noch einmal die Zahlen der Hochschulen und diejenigen des Bildungsministeriums von einem Wirtschaftsprüfer prüfen lassen möchte, ist in diesem Zusammenhang sicher eine gute Idee. Ich gehe davon aus, dass der Finanzausschuss in gewohnter Weise über die Schritte der Regierung informiert und wir zeitnah zu erfahren bekommen, wer wann mit welchem Auftrag prüft. Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu den Hochschulpaktmitteln verlieren. Hier hat es sehr harsche Worte gegeben, von der Opposition, aber auch von Seiten der Koalition. Ich möchte, dass was den Hochschulpakt angeht, für meine Fraktion festhalten, die Kofinanzierung der Hochschulpaktmittel durch den Bildungsminister, so wie er sie vorgenommen hat, ist aus meiner Sicht nicht rechtswidrig und formal nicht zu beanstanden. Aber in der Präambel des Hochschulpaktes steht, Ziel des Hochschulpaktes 2020 ist es, die Chancen der jungen Generation zur Aufnahme eines Studiums zu wahren, den notwendigen wissenschaftlichen Nachwuchs zu sichern und die Innovationskraft Deutschlands zu erhöhen. Ob die Art und Weise, wie die Kofinanzierung im Einzelplan gelöst ist, dem Geist dieser Präambel Rechnung trägt, sprich, ob das, was erlaubt ist, in diesem Fall auch richtig ist, daran habe ich nach wie vor gewisse Zweifel. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns noch eine sehr fruchtbringende Diskussion. Das Wort hat